ich mal stark von aus. Aber ansonsten Augen offen halten, ne? Dass irgendwo sich ein was Längliches irgendwo hier befindet, was hier irgendwo gegenlehnt oder auf dem Stein liegt oder so. Aber nichts. Kein Plan. Und ich hoffe, da oben sind keine Suchenden, die uns auflauern. Oh! Da ist ein Schattenläufer. Oh oh. Da müssen wir uns den ja wieder vornehmen, oder? Verzeihung. Hier ist noch ein Apple. So. Ich speichere mal. Und dann schleichen wir. Oh oh. Der hat uns gesehen. Das war nicht so smart. Hätte ich ein bisschen früher schleichen sollen. Der hat ja ein ganz schön gutes Gehör. Aber ist ja auch ein Monster, ne? Ein richtig brutales Monster-Killer-Vieh. Und wir müssen den irgendwo... Ach ja, wir können auch einfach springen. Stimmt, so geht das viel schneller. Kloppen wir den mal hier gegen den Stein, wa? So ungefähr. Speichern. Und Attackos. Autsch, direkt ein Treffer gelandet. Sag mal. Ja, das wird nix. Das wird nix. Das probiere ich nochmal. Weil der muss sich schon irgendwie in unsere Richtung drehen vorher. Sonst können wir den nicht gegenkloppen. Sieht ja irgendwie ganz schön hässlich aus. Nein! Verdammt! Der geht einfach zurück. Hm. Dann mache ich mal so. Ja, so ist gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Moment. Nein! Was machst du denn? Ein Hit noch und wir sind tot. Wir sterben gleich. Shit! Soll ich wieder vorspulen, bis ich es geschafft habe? Aber eigentlich möchte ich das ungern. So, das sieht doch besser aus. So, schön bleiben. Sehr gut. Und er kommt nicht zum Schlag, weil wir immer seinen Angriff unterbrechen. Autsch. Autsch, 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 autsch. Wir sterben gleich. Nein! Er war so gut festgeglitscht. So. Komm schon, komm schon. Oh, sehr gut. Wir haben es geschafft. Perfekt. So, her mit deinem Stuff. Zack, 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 zack. Ha. Nice. Okay, und hier liegt bestimmt irgendwo der Gehstock rum, oder? Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht, was es damit auf sich hat, mit diesen Schaltern. Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht ansatzweise daran, dass es sowas gab und wofür wir das brauchen. Ganz ehrlich. Aber gut, wie auch immer. Wir gehen mal nach hier hinten. Liegt doch bestimmt da irgendwo, oder? Damit wir an dem Schattenläufer vorbei müssen. Oh, hier liegen noch Goblinbären. Her damit. Die erhöhen unsere Geschicklichkeit. Können wir eigentlich einfach essen, ne? So wie Drachenwurzel auch. Habe ich mir überlegt. Erhöht unsere Stärke zwar nur um einen, aber warum nicht, oder? Aber hier ist nichts. Alles Gehstock. Wo könnte der denn sonst sein? Ja, irgendwo auf dem Hof halt, ne? Wahrscheinlich. Irgendwie in einem Schuppen oder so? Mal schauen. Oder bei der Mühle vielleicht? Ich gehe aber mal hin. Wieso? Hier hinter oder so. Warum auch so eine eigene Mühle besitzen? Ja, moin. Ganz schön wohlhabend, dieser Lobart. Also eine Mühle ist ja, glaube ich, gar nicht so einfach zu konstruieren im Mittelalter. Ist ja schon was anderes als... Also, ne, ist ja schon eine richtige Maschine. Eine richtig große. Hier vielleicht irgendwo? Oh, hier ist ein Lederbeutel versteckt. Aha. Hatten wir nicht sowieso schon einen gefunden?
voller Münzen und gefüllt mit Goldmünzen. 100 Gold. Zack. Perfekt. Und hier oder so? Nee, ne? Hat mich auch gewundert. Weil die in solche glitschenden Ecken wahrscheinlich nicht Secrets machen, oder? Ah, hier kann ich pennen. Zack. Und gute Nacht. So, guten Morgen. Und weiter geht's. Huch. Marlet. Warte mal. Reg dich nicht so auf, ja. Keine Ahnung, wo wir seinen Gehstock finden. Ich gucke einfach mal so in allen Ecken und Secrets. Auch nix. Auf dem Feld. Nee. Keine Ahnung, wo der sein könnte. Ich gehe mal hier so lang. Warte mal, hat der nicht... Ich guck noch mal kurz in die Quest-Notes. Triebene Bauer, Deus... Da, war alles gestockt. Er war völlig betrunken. So wie ich ihn einschätze, ist er nicht weit weg von Loberts Hof. Ich sollte das Ding dort irgendwo finden. Auf Loberts Hof. Dann bestimmt hier irgendwie so am Außenrand oder so. Puh, kein Plan. Ich weiß gar nicht, ob sich das gerade lohnt, hier so viel zu suchen. auf dem Feld? Kein Plan. Nö. Nee. Also ich sehe zumindest nichts. Hier auch nicht. Ja, das verstehe, wer will. Hier vielleicht die... Was liegt da? Das ist so dunkel. Achso, das sind einfach nur Büsche. Gut. Ich gehe mal hier runter. Vielleicht hat er den hier irgendwo verloren. Aber hier waren wir doch gerade schon, oder? Aha, da ist ein Suchender. Die kann ich ja richtig gut leiden. Aber ich sehe keinen Gehstock, keine Ahnung. Oh, Vorsicht, da ist ein Suchender. Ja, keine Ahnung, dann würde ich sagen, pfeif drauf. Vorerst. Und dieser Morka-Hart weiß ich auch nicht, wo wir den finden. Finde ich ein bisschen seltsam. Stimmt, hier können wir mal gucken, in diesem Graben. Da hatten wir doch auch ganz am Anfang Stuff gefunden. Ob das hier in diesem Graben gefallen ist vielleicht. Das kann gut sein. Nee, nischt. Auch nischt. Oh, hier ist noch ein silberner Ring. Her damit. Habe ich übersehen das letzte Mal. Ich glaube Folge 2 oder so. Oder 3 waren wir hier. Nö, hier ist auch nichts. Oh, ich dachte, wir können uns da hochziehen. Können wir uns hier hochziehen? Auch nicht. Verdammt. Na also, sehr gut. Aber hier oben wird er bestimmt nicht liegen, ne? Wie soll der hierher kommen? Ich habe keinen Plan. Sind da unten neue Feinde gespawnt? Feldräuber? Zum Bleistift? Das wäre natürlich nice. Können wir uns noch ein bisschen Erfahrung abzwacken. Aber ich glaube, da hinten war nur eine Höhle mit Wagen, ne? Waage. Eine Wagenhöhle. aber ich sehe hier keine anderen Viecher, die respawned sind. Das war ja bisher relativ unproduktiv, diese Aufnahme. Da, das meine ich, da sind die Waage. Na gut, dann lassen wir das. Was sehen wir denn uns dann als nächstes vor? Weil ich weiß nicht genau, wo wir diesen Morka-Hut finden. Tolles Angst vor dem schwarzen Mann, da können wir auch nichts machen. Der vertreibende Bauer auch nicht. Schattenlaufverhörer für Basta, stimmt. Jede Schattenlaufverhörer, dass ich ihn bringe. Dieses Gold. Ach ja, stimmt, es gibt etwas, wo wir noch nicht waren. Weil wir haben doch hier das hier noch. Und da müssen wir an einen ganz bestimmten Ort. Ich reise mal zu Onas Hof. Zack. Hier. Und let's go. So. Hä? Achso. Schon wieder auf R gedrückt.
Das habe ich noch gar nicht gewusst. Hä, warum stehen die denn hier? Aha! Was ist deiner Meinung? Hä? Lol, okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Vergiss es, ich gehe nicht mehr in den Knast. Okay, ich speichere mal. Hä, wieso ist der denn hier? Du bist Morgahart. Oh. Woher kennst du meinen Namen? Der Richter sucht nach dir. Du bist aus einem Gefängnis geflohen. Was hast du angestellt? Seine Brieftasche geklaut? Nicht seine, die des Statthalters. Und das auch noch in seinem Auftrag. Dreist. Nachdem wir den Statthalter überfallen haben, wollte er die Beute nicht mit uns teilen und hat uns verhaften lassen. Richtig, wir wollten nicht am Galgen enden, also sind wir geflohen. Wir dachten, so würden sie uns niemals kriegen. Das war wohl ein Irrtum. Der Richter gab mir den Auftrag, dich zu töten. Was können wir gegen den Richter unternehmen? Hör auf zu jammern und zieh deine Waffe. Ich frag mal erstmal die Frage, ne? Das macht schon Sinn. Was können wir gegen den Richter unternehmen? Gar nichts. Der sitzt wie die Spinne im Netz da oben im oberen Viertel. Und ist unantastbar. Das glaube ich nicht. Das würde ich nicht sagen. Ja. Man bräuchte nur einen Beweis seiner Schuld bei der Sache mit dem Statthalter. Einen Beweis, sagst du? Den habe ich. Aber wer würde schon auf einen verurteilten Verbrecher hören? Gib mir deinen Beweis und ich werde dafür sorgen, dass sich niemand mehr jagen wird. Bist du sicher? Na gut. Hier, nimm diesen Brief. Er trägt die Unterschrift des Richters. Auch wenn es an meiner Schuld nichts ändert, wird er doch ausreichen, seine Mittäterschaft bei der Sache zu bestätigen. Hä? Was ist denn für ein Idiot, dass er das auch unterschreibt? Was soll das denn immer? Brief an Babo. Ach ja, Bild der nackten Frau. Brief und Auftrag des Richters. Gucken wir mal nach. Morgan, du nichts nutzt. Führe mein Befehl endlich aus, sonst werde ich andere Seiten aufziehen und ihr werdet allesamt verhaftet. Die Sache steigt morgen Nacht. Larius wird schon misstrauisch. Wenn wir ihm das Geld nicht jetzt aus der Tasche ziehen, gibt es vielleicht nicht mehr eine Gelegenheit dazu. Ich werde dafür sorgen, dass ihr ihn heute Abend auf dem Marktplatz antreffen werdet. Macht aber kein Aufsehen, sonst wird euch die Miliz niederprügeln, bevor ihr noch wisst, was los ist. Nur so nebenbei, wenn er dabei umkommen sollte, habe ich auch nichts dagegen. Das aber dreist. Oberster Richter und königlicher Sekretär. Gut. Würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Und zeigen das Dingens. Wer ist das denn nochmal? Lee. Weil der hat uns ja den Auftrag gegeben, ne? Sollte auch so brauchen. Hier. Ich habe was Belastendes gegen den Richter gefunden. Davon lass ich lieber die Finger. Was ist es? Er hat einige Typen damit beauftragt, den Statthalter von Korinus zu überfallen. Kurz danach hat er sie verhaften lassen und sich das ganze Gold eingestrichen. Ich habe dir den schriftlichen Auftrag des Richters an die Kerle als Beweis dafür mitgebracht. Zeig her. Das höre ich zum ersten Mal. Na, endlich. Das wird reichen, ihn bluten zu lassen. Ich bin beeindruckt. Das lasse ich mir einiges kosten. Hier hast du deine Belohnung. Und zu keinem ein Wort. Ja, nice. Klar? Man darf halt okay. Nicht glauben, was man also haben wir die Quest beendet. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ja, ne? Okay. Ich dachte jetzt, wir müssen da doch irgendwie zum Richter gehen und da auch noch irgendwie was machen. Weil, ist jetzt der Richter im Knast? Auch an die Quest erinnere ich mich nicht. Oh, dieses Gelaber. Elena, ich habe ein paar Sachen, die ich verkaufen will. Was kann ich dir... Ich habe nämlich mal nachgeschaut und, warte mal, ich gehe mal alles hier durch. Die beiden wollte ich behalten. Das kommt weg. Das behalten wir auch. Bla bla bla. So, Feuernessel. Kronstöckel können wir theoretisch verkaufen. Ich will es mal kurz behalten, um nachzusehen, ob wir, wenn wir einen Trank in Auftrag geben, vielleicht doch mit Kronstöckel das machen können. Ich glaube aber nicht. So, der Ring kann weg. Den brauchen wir noch. Die Runen behalten wir selbstverständlich alle. Die Zaubersprüche auch. Den Brief an Barbo können wir theoretisch verkaufen. Das Tagebuch von Cornelius auch. Das brauchen wir alles nicht mehr. Hier sind die Landkarten. Hier ist ein Brief. Da sind die Hörner des Schattenläufers. Die können wir auch gleich abgeben. Minecrawler-Platten brauchen wir, glaube ich, für eine Quest. Die behalte ich mal. Blutkelche auch. Die hier übrigens können wir nicht mehr abgeben. Habe ich recherchiert. Weg damit. Weil die haben wir schon so lange und es nervt. Krallen weg. Stachel weg. Zähne weg. Flügel weg. Erzbrocken behalten wir. Hacke brauchen wir auch nicht.
Und einen silbernen Ring. Gut. Alles klar. Ganz kräftig dazwischen hauen. Von mir erfährt keiner was. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Alter, das Gelaber. So, ich geh mal weg. Und geh mal hier in diesen Wald hinein. Denn hier gab es noch eine Person, die wir noch gar nicht getroffen haben. Glaube ich. Ich glaube nicht. Ich erinnere mich nicht daran. Oh, Goblin-Skelett. Obwohl, die können wir, glaube ich, plätten, ne? Ich speichere mal. Das ist sozusagen ein Next-Level-Goblin, wenn man will. Probieren wir es mal. Oha. Ja doch, sieht gut aus. Oh, 150. Ja, moin. So. Feierabend. Her mit euren Sachen. So. Und deine Sachen auch. Und dann können wir auch mal gucken, was es hier so Feines gibt. Oh, da sind noch niedere Skelette. Ich glaube, die... Ich weiß nicht genau. Das sind halt nicht die normalen, ne? Kann sein, dass wir die schaffen. Ich probier's mal. Huch. Oh, das ist ein richtiges Skelett. Wir haben ja gesehen, wie stark die sind. Oha. Ich versuche den mal da gegen die Wand zu hauen. Gott sei Dank, er ist festgebackt. Und da ist noch ein Skelett. Nee, das wird nix. Also wir haben natürlich Untote vernichten, aber das werde ich jetzt nicht hierfür verschwenden. So. Ah, das ist ein niederes Skelett. Die könnten wir vielleicht klatschen. Oh, noch mehr Goblin-Skelette. Sei nicht so flink. Verdammt. Sehr gut. Die anderen Skelette haben uns nicht gesehen, ne? Sehr gut. Top. Schweren Ast. Und das hier. Und den machen wir auch noch platt. So, na komm. Sei nicht so flink. Und noch ein. Perfekt. Schwerer Ast. Und dein Stuff bitte. Oh, da ist nochmal Blauflieder. Gut. Ansonsten, da sind die niederen. Ich glaube, die versuche ich mal rauszuziehen, weil ich will gucken, ob wir die schaffen. Ich speichere mal. Und gehe vorsichtig näher. So, oder greifen wir in der Gruppe an? Ich glaube nicht, ne? Ja, das sieht gut aus. Der hat doch nur so ein Kurzschwert. Nicht so ein Zweihänder, so einen riesigen. Ja, den kriegen wir doch hin. Ja, obwohl auch der kein schlechter Kämpfer ist, ne? Man sieht es immer, wie gut die sich verteidigen. Also wie gut die abwehren. Parieren, meine ich. Parier doch! So. Rostiges Schwert und Knochen eines Skeletts. Feuerkraut. Wer damit? Da war doch noch ein niederes, ne? Perfekt. Das holen wir uns auch noch. 150 XP. Da sage ich nicht no. So. Guck mal schön hierher. Autsch. So, ein paar Schritte zurück. Ich habe keine Lust, dass das andere Skelett auch mitkommt. Aua. So. Verdammt. Irgendwie kämpft er nicht richtig. Na also.